Hallo Entdeckerfreunde, heute mache ich wieder ein Luftdruckexperiment. Ja, in diesem Experiment habe ich euch schon mal gezeigt, wie groß der Luftdruck ist, dass man sogar eine Holzleiste damit zerbrechen kann. Und heute mache ich sowas Ähnliches. Ich habe wieder eine Holzleiste, das ist so ein Lineal. Ich will es heute nicht zerbrechen, aber ich will euch mal was Lustiges zeigen. Das ist aus so einer Jalousie, so eine Lamelle. Kann man immer schön mit basteln und experimentieren. Ich lege die Leiste ungefähr zur Hälfte hier auf meine Tischkante. Wenn ihr die zu weit rüberschiebt, wisst ihr, was passiert. Habe ich euch in diesem Video schon mal gezeigt. Ich zeige euch erstmal, was passiert, wenn ich hier drauf drücke. Naja, was passiert? Die Leiste fällt runter, weil sie das Gleichgewicht verliert. Ja, was passiert, wenn ich hier einen Tennisball drauf fallen lasse? Braucht ihr nicht viel Fantasie. Schaut es euch an. Fällt halt wieder runter. So, jetzt habe ich hier aber ein größeres Blatt Papier und lege das auf die Leiste. Und jetzt denkt man, ja, so ein Blatt Papier, das wiegt ja nicht viel. Das kann ich hier auch ganz leicht runterfallen lassen. Ist auch so. Aber jetzt kommt der lustige Effekt. Jetzt lasse ich den Tennisball drauf fallen und schaut mal, was passiert. Komisch, oder? Na, müssen wir nochmal wiederholen und gucken, passiert das immer so? Zweiter Versuch. Ja, ihr habt es gesehen, ich bin nicht in der Lage, mit dem Tennisball die Leiste hier runterzustoßen. Wie kommt das? Ja, die Erklärung ist die gleiche wie beim Experiment mit der Holzleiste, die ich dann hier so zerbreche, indem ich schnell draufschlage. Der Luftdruck der Atmosphäre, der drückt hier auf das Blatt Papier. Und wenn ich das langsam anhebe, dann kann der Luftdruck auch unter das Blatt. Mache ich das aber schnell, dann kommt es nicht so schnell zu einem Druckausgleich zwischen der Oberseite und der Unterseite. Und dann passiert das, was ihr gesehen habt. Also lustiges kleines Experiment zum selber Vorführen. Verblüffender Effekt. Schaut euch auch mal dieses Video an, wo ich ein Tablett sozusagen festgeklebt habe mit dem Luftdruck auf der Tischoberfläche. Auch ein sehr verblüffender Effekt. Ja, wenn ihr Spaß am Experimentieren habt, schaut beim nächsten Mal wieder zu. Das ist nächsten Sonntag. Dann gibt es ein neues Experiment auf dem Entdeckerlab YouTube-Kanal. Und bis dahin sage ich, bleibt neugierig und nicht glauben. Ausprobieren. Tschüss.